In unserem heutigen Video zeigen wir euch, wie ihr eigentlich das unsichtbare Audio ganz einfach mit Hilfe von Filmora 13 visualisieren, also optisch sichtbar machen könnt. Von daher, bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video wollen wir eure Kreativität bei der Bearbeitung mit Filmora stärken. Wir zeigen euch in diesem Video die Audiovisualisierung, die ganz einfach in Filmora 13 mit den Effekten funktioniert, sodass ihr im Prinzip das eigentlich unsichtbare Audio ganz einfach optisch sichtbar machen könnt. Von daher, falls ihr oft Hintergrundmusik benutzt, beziehungsweise allgemein auch eure Stimme oder ähnliches optisch sichtbar machen wollt, dann probiert einfach mal die Effekte in Filmora 13 zur Audiovisualisierung aus und was ihr da für Möglichkeiten habt und wie es funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Am Beispiel von solch einem Fitnessvideo wollen wir euch nun mal die Audiovisualisierung zeigen, gerade wenn ihr ein Fitnessvideo habt, was ihr mit Hintergrundmusik hinterlegt habt, könnt ihr natürlich hier auch mit einer Audiovisualisierung arbeiten, sodass ihr eben auch speziell diese Musik noch etwas mit Effekten zum Ausdruck bringt. Dafür klickt ihr hier oben auf die Effekte und findet auch dort direkt die Audioeffekte und hier gibt es den Punkt Audiovisualisierung und hier habt ihr dann verschiedene Effekte, die ihr eben auswählen könnt, die ihr auf euer Video ablegen könnt, um eben euer Audio zu visualisieren, um euer Audio also optisch darstellen zu können. Es gibt hier wirklich eine Menge von Effekten, die ihr dann eben hier verwenden könnt. Ihr könnt beispielsweise, gehen wir einfach mal hier auf dieses Video, dort könnt ihr dann zum Beispiel einfach diesen Visualisierungseffekt ablegen. Den könnt ihr dann von der Dauer her natürlich anpassen. Klickt dann auch nochmal Doppelklick drauf und könnt das Ganze dann eben auch von der Y- und X-Position verändern. Also das ist ganz einfach möglich. Auch die Farben könnt ihr vom Farbverlauf her selbst einstellen. Ebenfalls könnt ihr auch hier die Skalierung einstellen, wie groß das Ganze eben dargestellt werden soll. Und nun schieben wir es einfach mal an diese Position. Und da seht ihr zum Beispiel hier an dieser Stelle habt ihr dann einfach bei dem Springen auch einfach nochmal das Audio visualisiert. Das ist prinzipiell also hier an dieser Stelle möglich. Ebenfalls könnt ihr auch gerade in solch einer Szene, wenn ihr eben hier speziell diese Pumpbewegungen habt, da könnt ihr eben dann auch entsprechend eine passende Visualisierung hinzufügen. Zum Beispiel diese Visualisierung hier. Das wirkt doch dann auch nochmal so ein bisschen wie ein Herzschlag. Ähnlich zumindest. Auch hier könnt ihr wieder alles anpassen von der Position und ebenfalls auch von der Skalierung. Machen wir doch einfach mal diese Position hier und schon sieht das Ganze dann nämlich so aus. Das passt doch auch perfekt zu der Szene wie ein Herzschlag, der dann eben hier passend zur Pumpbewegung ist. Und ebenfalls suchen wir noch eine passende Visualisierung für diese Szene. Hier könnt ihr dann zum Beispiel auch diese dynamische Visualisierung nehmen, denn hier wird dann im Prinzip die Person ausgespart und ihr habt trotzdem eben diese Visualisierung. Sieht doch wirklich gut aus. Somit könnt ihr einfach nochmal passend zur Musik das Audio eben visualisieren. Und das war's nun zum Thema Audiovisualisierung in Filmora. Schreibt uns gerne mal einen Kommentar, wie euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten soll es das auch jetzt an dieser Stelle von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.